Hallo und herzlich willkommen zurück zu Quantum Break und dem Beagle. Ich wollte eigentlich schon aufgehört haben, aber das ist so spannend. Ich bin zwar müde und habe wahnsinnige Kopfschmerzen, aber es ist so spannend. Ich muss nach da oben irgendwo. Ich stelle gerade nicht so viel hin. Ach, da ist eine Treppe, okay. Da muss ich hin. Okay. Es war überwältigend. Ja. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Ja. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hatte. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Alarm, unbefugter Zutritt. Amy Farrell ist ohne Aufsicht in der gottverdammten Sicherheitsstation. Ich habe gedacht, dass Amy Farrell eine Reihe hier falscher Geständnisse für unsere PR-Kampagne aufzeichnen sollte. Das ist eindeutig nicht der Fall. Woher ich weiß, dass sie ohne Aufsicht ist, weil A, sie in der gottverdammten Sicherheitsstation ist und B, sie sensible Monarch-Daten durchgeht und sie auf einen USB-Stick zieht. Keine große Sache, es sind nur alle Geheimnisse von Monarch. Funkalarm wurde bereits ausgelöst. Auf ihre Position vorrücken. Sofort! Dieser USB-Stick darf diese Operation nicht verlassen. Oh, erinnert ihr euch noch an Jack Joyce, der Typ, den ihr eigentlich davon abhalten solltet, unsere gesamte Operation in einen Haufen Scheiße zu verwandeln? Vielleicht sollte sich jemand um ihn kümmern. Solange wir noch eine Operation haben, könnt ihr euch es nicht einfach vorstellen, dass euer natürlicher Lebensraum ist, wie der Umkleideraum in euren alten Schule, oder er ist der Junge, der ganze Sätze lesen kann, ohne dabei die Lippen zu bewegen. Macht ihn fertig, Charlie. Charlie, du bist mir immer unsympathischer. Muss ich dir jetzt leider so sagen. Ich weigere mich zu gehen, während Jack noch hier ist. Ich muss... Dein Zustand ist kritisch. Der Stress. Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, du weißt, was passieren könnte. Komm zur Insel. Dann kannst du sofort deine Medikamente einnehmen. Wenn die Gala beginnt, bist du wieder ganz der Alte. Okay. Das gefällt mir nicht. Aber du hast recht. Immer besorgst du mich. Startet den Helikopter. Nein. So leicht kommt ihr nicht davon. Er scheint aber weg zu sein. Ich muss doch hier rein, oder? Ja. Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht, und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Fiona, ich teile deine Bedenken. Pauls Medikamente verlieren mehr und mehr an Wirkung. Ich nehme an, dass der Ausbruch des Risses die Progressionsrate des Chronosyndroms exponentiell steigern wird. Ich habe versucht, einen zielgerichteten Ansatz zu nehmen, um eine dauerhafte Heilung für Pauls Krankheit zu finden, aber Martin Hatch hat alle notwendigen Ressourcen in unsere Technologieabteilung abgezogen. Ich fange an, sein Verhalten zu hinterfragen. Alle Versuche, die ich unternommen habe, um eine Heilung zu finden, sind bei Martin auf eine Wand geprallt. Nur so unter uns, ich fange an, mich zu fragen, ob Martin überhaupt möchte, dass Paul geheilt wird. Ich habe mir Martins Vergangenheit angesehen. Er hat 2001 angefangen, bei Monarch zu arbeiten, aber ich konnte keine Aufzeichnung über seine Vergangenheit oder über Aspekte der Zeit davor finden. Es ist beinahe so, als ob er aus dem Nichts aufgetaucht wäre. Er war als einziger bei dem Unfall dabei, der Dr. Kims Leben gekostet hat. Ich möchte ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich frage mich, was er wirklich vorhat. Zu deiner Frage. Leider gibt es nichts von Wert in Dr. Kims Labor außer Pauls Medikamente und vertrauliche Dateien, die dir nicht bei deinen Nachforschungen helfen würden. Wir müssen einen anderen Weg finden, um ein Heilmittel zu entdecken.
entwickeln. Dr. Sophia Amaral, Leiterin der Forschungsabteilung. Das kam von Fiona. Dr. Amaral, besteht die Möglichkeit, dass ich Zugang zu Dr. Kims Labor erhalte, um nach Dateien zu suchen, die uns bei unserer Forschung weiterhelfen können? Ich bin etwas besorgt über unseren langsamen Fortschritt mit der Entwicklung eines Heilmittels für Paul Sirens Chronosyndrom. Die Medikamente sind nur eine vorübergehende Lösung. Ich weiß, dass Dr. Kim vor seinem Tod kurz davor war, ein Heilmittel zu entdecken. Ich weiß, dass sie dieses Labor benutzten, um Paul Sirens seine Medikamente zu verabreichen. Aber könnte ich mir vielleicht während der Gala heute Nacht ihre Schlüsselkarte borgen, um weitere Nachforschung anzustellen, während alle mit anderen Dingen beschäftigt sind? Fiona. Ja, das kann wohl so sein, ne? Oh Gott. William Joyce ist tot. Unsere einzige Chance, die Sache aufzuhalten, ist Jack. Er kann uns zur Gegenmaßnahme Beth Wilder und Fiona. Fiona steckt mit uns dann drin. Er kann uns zur Gegenmaßnahme führen. Davon bin ich noch immer überzeugt. Siren hat Jack an der Universität vor mir erreicht. Es war zu gefährlich für mich, um etwas zu unternehmen. Er wird nach Ground Zero gebracht. Ich folge dem Konvoi und werde ihn retten, sobald sein Transport die Sicherheitskontrolle passiert hat. Es wird nicht, entschuldigt Leute, es wird nicht einfach werden, aber es ist möglicherweise unsere einzige Chance. Lenkt Charlie Winscott ab, damit er sich nicht die Sicherheitsaufnahmen ansieht. Oh, deswegen das Date. Ansonsten würde ich nicht lange unentdeckt bleiben. Du musst meine Augen im Inneren sein. Ich finde auch, du solltest dich in Dr. Kims Labor umsehen. Lass mich wissen, was du findest. Ich weiß, es wird schwierig, Zugang dazu zu bekommen, aber durch die Gala heute Nacht hast du vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du Dr. Amarals Schlüssel stehlen. Ich werde dich wieder kontaktieren, sobald ich drin bin. Beth, es wird behauptet, dass sowohl William als auch Jack Joyce gefangen genommen wurden. Hast du William davor noch gesehen? Hat er dir gesagt, wo sich die Gegenmaßnahmen befindet? Du sagst, du könntest Jack da rausholen. Was ist passiert? Hier gibt es eine interessante Entwicklung. Während das Team mit der Operation an der University beschäftigt war, konnte ich einige alte E-Mails zwischen Paul Siren und Dr. Kim durchgehen. Der Inhalt der Nachrichten ist sehr kryptisch, aber bevor Kim gestorben ist, hat er einige Tests in seinem Labor durchgeführt und Williams Forschung und ein Gerät, das damit in Verbindung steht, hat etwas mit dem zu tun, was er dort getan hat. Hat er etwas von der Gegenmaßnahme gewusst? Ich denke, ich muss irgendwie in Dr. Kims Labor kommen und mir herausfinden, aber seit seinem Tod ist der Zugang beschränkt. Wir haben aber keine große Wahl. Falls Jack und William gefangen genommen wurden, könnte ich das Labor unsere einzige verbliebene Spur sein. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich kann nicht sicher sein. Ich kann sicher nicht einfach jemanden fragen, ob er mich reinlässt. Boah. Leute, ich möchte euch das alles ja vorlesen. Das möchte ich wirklich, aber die Schrift ist für mich so unleserlich auf dem Fernseher. Und am Bildschirm ist es noch einfacher, aber wenn man dann so viel hintereinander liest, das ist wie bei einigen anderen Spielen, wo ich auch so Probleme habe. Müsste ich dann echt Kontaktlinsen tragen, aber fürs Zocken Kontaktlinsen tragen, sorry, nee. Ja. Jack. Versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch-Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Plan. Nein, hier und jetzt. Ich gehe nicht doch, auf diese... Das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Liam Burks Status. Sir, angesichts der jüngsten Ereignisse an den Tockendocks verstehe ich nun genau, was Sie meinen. Ganz eindeutig hatten Sie recht damit, dass es mit Burks Loyalität nicht so weit her ist. Selbstverständlich haben wir eine Menge offener Fragen dazu, wie es so weit kommen konnte. Zunächst einmal verstehe ich nicht, warum sich Burke mit Joyce einlassen würde. Es besteht keine Möglichkeit, dass es aus irgendwelchen altruistischen Beweggründen getan hat. Es muss mehr dahinter stecken. Wir wissen, dass Burke Joyce Transport und nicht umgeleitet hat, dass sein Aufenthaltsort zu jedem Zeitpunkt bekannt ist. Also muss noch jemand anderes in
die Sache verwickelt sein. Ich werde versuchen, mehr herauszufinden. Clarice Ogawa von Martin Hatch. Clarice, ich verstehe, weshalb du Mr. Burke als Bereicherung für unsere Zukunftspläne ansiehst. Er ist zwar eine herausragende Persönlichkeit, aber leider ist er für die Art von Aufgabe, die du im Sinn hast, wenig geeignet, als es dem Anschein hat. Lass mich erklären. Ja, er hat eine Striker-Ausbildung erhalten, aber Mr. Burke wurde ausgeschlossen und das aus gutem Grund. Für die Person, die wir als Striker ausgebildet haben, besteht strenge physische Anforderungen, eine gewisse moralische Flexibilität sowie die Art von Killerinstinkt, mit der man geboren werden muss, damit sich anschließend gehegt und gepflegt werden kann, quasi ein animalisches Talent fürs Überleben. Mr. Burke verfügt zweifelsohne über die Qualitäten. Er wurde nicht vom Striker-Programm ausgeschlossen, weil er nicht über sie verfügt oder weil er die technischen Aspekte des Programms nicht verstand. Ganz im Gegenteil, seine Leistungen waren außergewöhnlich. Ich stimme dir also voll und ganz zu, dass er ein beeindruckender Agent ist. Aber Striker müssen aufgrund der Natur der Sache über Projekt, Rettungsboot und seine Zwecke informiert werden, zumindest ganz allgemein. Und das bedeutet, dass sie seine Folgen akzeptieren müssen. Leider besteht zwischen Mr. Burke und seiner Frau eine tiefe Bindung, aber Tatsache ist, dass wir hier keinen Platz in dem Programm garantieren können, selbst wenn wir Mr. Burke mit an Bord holen. Um es geradeaus zu sagen, wir brauchen keine weitere Krankenschwester und auch sonst haben wir unsere Kapazität erreicht. Wir brauchen Mr. Burke, aber seine Frau brauchen wir nicht. Mr. Burke würde das niemals akzeptieren, ganz besonders jetzt nicht, da Mrs. Burke schwanger ist. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass er den Charakter und die Schwere der Bedrohung, der wir uns gegenüberstehen, nicht kennen. Was die Möglichkeit betrifft, dass er in anderen Aspekten zukünftiger Entwicklung eine Rolle spielen könnte, befürchte ich, dass Mr. Burke trotz seiner scheinbar amoralischen Natur noch andere Skrupel haben könnte, denen er sich nicht einmal bewusst ist. Wenn er ein schwerwiegendes Loyalitätskonflikt auskämpfen müsste, würde er sich unter anderem für seine Prinzipien und dagegen entscheiden, was in seinem besten Interesse wäre. Dieses Risiko will und werde ich nicht eingehen. Sir, ich habe über Liam Burke nachgedacht. Ich weiß, dass Sie nun schon eine ganze Weile eng mit ihm zusammengearbeitet haben und er sich immer als nützlich erwiesen hat. Aber es gibt Einsätze, auf die wir ihn nicht schicken können, weil seine Sicherheitsstufe zu niedrig ist. Die Tatsache, dass wir ihm so gut wie nichts über die zukünftigen Geschehnisse an der University erzählen können, über die Anomalie, die wir erwarten, über die Folgen, macht aus ihm einen weitaus weniger effektiven Feldagent, als ich es mir wünschen würde. Und bla bla bla. Wir haben die Antwort darauf ja gelesen. Er hat mich jetzt also angerufen, um mich da rauszulocken. Really, dude? Really? Na gut. Ich finde das ja alles so ein bisschen crazy. Es ist aber auch alles, das bei euch, sieht man das bei euch auch so heftig? Manchmal sind Schlieren da so drauf und Körnung. Ich glaube, das ist zwar beabsichtigt, aber es macht es manchmal ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Martin, zunächst einmal muss ich erneut Anspruch erheben. Was Sie von mir unter dem Deckmantel eines psychologischen Gutachtens verlangen, ist nichts weiter als eine eklatante Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht meinerseits gegenüber Liam Burke. Und ich tue es nur, weil Sie mir keine andere Wahl lassen. Ich verstehe, dass Sie unsere Vorschriften und Gesetze, ja selbst unsere Moralvorstellungen, in der Welt der Zukunft nicht länger anwendbar sein werden, aber noch ist es nicht so weit. Sie und Mr. Siren vertrauen mir das langfristige mentale Wohlergehen von hundert von Menschen an und ich möchte Ihnen hier und jetzt sagen, wenn Sie nicht nur mir nicht vertrauen, sondern auch dem System nicht, das uns alle speziellen Positionen zugewiesen hat, dann werden wir uns davon niemals erholen. Was Burke betrifft, ist meine fundierte fachliche Meinung, dass dieser Mann ein Pulverfass ist. Nach außen mag er ruhig erscheinen, aber er steht unter immensem Druck. Er versteht, warum Sie ihn aus dem Striker-Programm genommen haben, aber im Endeffekt haben Sie dadurch nur erreicht, dass er nun das Gefühl hat, dass das Ende der Welt nahe ist. Selbstverständlich kennt er keine Einzelheiten, dafür wurde er zu früh aus dem Programm genommen. Aber er weiß, dass wir uns auf Bedrohungen in der Zukunft vorbereiten, die auf irgendeine Weise den Fluss der bla 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 bla. Liam Burke ist nicht bereit, ein Striker zu sein. Haben wir verstanden. Es tut mir leid, Leute, es ist manchmal einfach zu viel. Ich meine, ich habe jetzt fast nur Texte gelesen. Das ärgert mich ein bisschen.
auch wenn es notwendiger Text ist. Und ich will das nicht abstreiten, da waren schon einige sehr wertvolle Informationen bei. Was geht ab, ihr Deppen? Also ich habe mit Amy Ferrero genauer angesehen, nichts wirklich Überraschendes dabei, gute Noten, keinen Studienkredit, denn Daddy hat ordentlich Kohle, beliebt das klassische Ich bin besser als ihr, weil ich so warmherzig bin Paket und studiert nichts, was in einer Welt, in der man für seinen Lebensunterhalt arbeiten muss, auch nur annähernd nützlich wäre. Sie wehrt wohl auf der Aktivisten-Lebensstil ab, protestiert immer gegen irgendwas und rettet jeden Wal, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und die Bäume umarmen sie dann auch noch gern. Sie unterzeichnet 2 Petitionen pro Woche und verbringt in etwa ihr halbes Leben damit, ihre Nase in Angelegenheiten anderer Leute zu stecken. Ja, okay. Okay, das irritiert mich mehr, als ich es zugeben möchte. Warum? Taktisches Sturmgewehr. Ja, wenn ich springe, wenn ich ein Gewehr nehmen möchte, dann liegt es daran, dass ich X für PlayStation X drücken möchte. Da kommen doch gleich Gegner, oder? Sir! Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Nein. Hat er mich jetzt gleichzeitig gerettet? Was zum Genüg? Ich möchte dich nicht umbringen, aber ich bring dich um. Weiter. Los. Kann ich da nicht. Okay. Aber irgendwo hier muss ich hin. Nein, doch nicht. Okay. Ah. Okay, konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. Hat er die gleich starken Kräfte wie, es wirkt nicht so und doch stellenweise schon. Ich bin gestorben! Okay. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach so, hier. Okay. Ja, konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. So geschafft, ey. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Ich dachte, wenn ich es festfriere, dann geht das. Schade. Nein, ich muss schon wieder von hier anfangen. Oh, come on, really? Das ist jetzt ein bisschen nervig. Okay, konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. Come on!
lächerlich. Konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Okay. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Wo genau will ich hin? Oh, ich hätte noch nicht mal dahin gemusst, als ich gestorben bin. Das ist natürlich bitter, ne? Das hätten sie ruhig mit übersetzen können. Aber sei es drum. Ich muss hier verdammt noch mal raus. Ja, danke, das weiß ich. Das weiß ich, das weiß ich, danke. Warte mal. Geh mal. Kannst du nicht da hoch? Doch. Das ist so crazy. Das war sehr knapp, Jack. War es das? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein verdammtes Labyrinth hier. Ja, ne? Naja, er hat anscheinend viel Vertrauen zu uns, dieser Dude. Hier bin ich doch fast schon ganz oben angekommen. Okay, weiter. Was kann jetzt noch schief gehen? Alles. I know. Nein, 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 nicht schon wieder. Los, 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 los! Ach nö. Bin ich jetzt etwa wieder da, wo ich... Okay. Kacke! Ich auch nicht. Oh, ich muss hier irgendwo hinter. So schlecht. Aber nein. Oh Gott, nein. Wo ist der Penner? Oh Gott, nein. Nein! Nein! Oh Gott! Nee, 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 nee. Dieser Penunsen, ey. Die sind nervig! Wie viele denn noch? Oh. Oh. Oh, wow, Leute.
Jetzt stirb doch endlich. Nein, au. Da. Alter, er stirbt nicht. Ich muss ihn an mich rankommen lassen. Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Wow, Leute. Ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt spektakulär, dass ich das auch noch überlebt habe. Wow. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.